So, ihr Schlawiner. Es geht weiter hier im Untergrund. Da können wir einmal noch hier so ein bisschen hier unten lang gucken. Hier waren wir noch gar nicht. Ach, hier kann man auch kein Pferd nutzen. Ach lol, die reiten auf den Ameisen. Ich will nicht nur die Gräberteile, die die haben. Einmal hier runter gucken, aber hier kommt man nicht hin wahrscheinlich irgendwie. Gucken wir uns hier mal die Ruine an. Schnell. Mal schnell die Ruine hier gucken. Oh meine Güte, Alter. Ach, das ist noch nicht mehr sehr. Aha. Du Schlawiner warst das. Oh, aber seine Area geht nicht weiter. Ach top, jetzt sind auch noch beide gedingstet. Jo, 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 jo. Aktiviert, wollte ich sagen. Okay, man kommt hier rüber. Ja, ja, genau. Warum kommen die denn da durch? Durch die Area hier. Auf jeden Fall. Krank. Wie machen die das? Ich meine, wir prallen überall ab. So, ist hier noch irgendwo was? Was Besonderes, was Gutes, was man unbedingt haben muss, must have. Irgendwie ein Goodie oder so. Ah, hier ist noch ein Goodie. Ah, ein Siebener, ein Siebener. Jo. Klar, man muss ja auch gegen beide kämpfen. Aha. Jo. Bruder. Zieh durch, Alter. Warte mal, da vorne kommt man hoch. Und hier kommt man auch hoch. Ach, krass. Ah, okay, hier kommt man also dahin. Also ich schätze mal, dass es hier gar nicht so wirklich weitergeht. Bei dem Part hier. Genau das wollte ich. Genau so wollte ich das haben. Yes. Top. Gut, und was gibt's hier? Oh, eine Neuner. Sweet. Aber weiter geht der Scheiß auch nicht, ne? Okay, das sind die, die schießen können. So. Oh shit, oh shit. So und so. Oh shit. Mashallah. So, da oben.
Und hier sind noch diese Kack-Snails. Hier ist ja alles vorhanden. Jo, welche Gegner braucht ihr für die Area hier? Alle? Klar. Gebe ich euch. Mal gucken, was gibt's hier noch? Okay, hier gibt's nichts mehr. Außer noch mehr Enemies. Klar, ihr kommt jetzt hier runter. Ja, why not? Okay. Hier haben wir nochmal eine Rune. Yes. Da wollte ich doch eigentlich nur da hinten hin. Dass man hier auch nicht reiten kann. Aber egal. Also viel haben wir jetzt hier schon geklärt. Das sah aus wie, als könnte man da lang. Eieieiei. Okay. Okay. So, hier kommt man noch lang. Stufe 7. Mal hier auch noch lang. Ah, cool. Hier kommt man nicht lang, aber hier geht es nochmal rein in so ein Ding. Ach, hier geht es nochmal weiter runter, okay. Krass. Wer hätte das gedacht? Dass es hier noch eine Etage weiter runter geht. Und zwar hier. Heftig. Hätte ich echt nicht gedacht, dass es hier noch eine Etage tiefer geht. Erstmal hier Licht anmachen, dann sieht man ja gar nichts. Aber jetzt will ich hier auch nicht zu weit reingehen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so der Main-Weg ist. Aber wir haben da oben eigentlich noch gut was zu clearen. Da ist der Talili der Stufe 9. Da können wir eigentlich schon fast unsere Mimiktier nochmal verbessern. Mit den ganzen Sachen, die wir jetzt hier gefunden haben. Oh nö. Go away. Okay, das waren sogar zwei auf einmal, die wir erwischt haben. Stufe 4 Schmiedestein. Stufe 5 Schmiedestein. So, Vorsicht vor starker Feind. Fernkampf versuchen. Erstens Wolf. Wolf?
Also wollen die mir echt erzählen, dass hier unten jetzt gleich nochmal so ein Wolf kommt oder was? So ein roter Wolf oder was? Das sind ja die einzigen Endgegner. Okay. Wird der nur irgendwie da hinten aktiviert oder wieso kommen wir jetzt hier so gut durch? Verrat, Unrecht. Okay, haben die einen verarscht? Scheinbar haben die einen verarscht. Und es geht noch tiefer. Krass. Krank. Vollnesssee. Ach, das ist hier jetzt dieser See, sag ich mal, den man von hier oben gesehen hat wahrscheinlich, ne? Hier, das ist ja dann eigentlich das, wo es weiter gegangen wäre. Das heißt, da oben geht es gar nicht zum Freundessee. Weil da ging ja auch nochmal ein Pfad lang. Dann war das da hinten wohl der Main-Pfad und hier oben ist der sekundäre. Dann lass uns erstmal da hier das Schloss, sag ich mal, clearen. Und danach gehen wir zu dem Fäulnis. Ach, guck mal, das haben wir ja gar nicht gelootet. Okay, was macht die? Mhm. Yes. Komm. Ah, oh, komm, zieh durch, Digga. Ach ja, hier waren ja die. Oh, komm ran. Ah, jetzt machen wir die Kettenreaktion. Ja. Genau, hier gab es die Sachen for free. Ich meine, hier wären wir schon gewesen, hier wären wir schon gewesen, hier waren wir auch schon, hier waren wir auch schon, hier geht's ja runter. Ach ja, genau, da waren wir auch drin. Stimmt. Genau, und dann haben wir hier was geöffnet gehabt. Und zwar, ich glaube, hier drin hatten wir mit einem Steinschwertschlüssel den Raum geöffnet und hier sind wir gestorben. So, komm ran jetzt hier, du. Möchte gern Krieger, Alter. Yo! Yo! Go away, Alter. Was ist denn los mit dir? Ach nee, genau. Genau, da war das Ding. Yo, yo. Oh mein Gott, ich merke schon, dass da im Hintergrund jetzt dieses Ding ist. Oh shit. Oh, ich liebe ihn. Gib mir einen Kuss. Drecksvieh. Ich sag's euch, der macht das extra. Der macht das extra. So, from behind. Okay, komm her, komm her, komm her. Tu nicht so, Digga. Tu nicht so, Digga. Bup, bup, bup. Tod. Easy kill.
So, ausweichen. Ausweichen und jetzt einfach nur noch die Sache machen lassen hier. Geht's. Oh, das ist diese Kackkugel da oben, ne? Ach komm. So, machen wir jetzt schnell. Jetzt komm raus. Oh, ich merke schon, dass jetzt diese Kackkugel jetzt schon wieder da ist. Ich hoffe mal, dass sie jetzt hier festhängt gleich und uns hier so nicht trifft. Ja, die ist jetzt schon hinter uns, die Kugel. Top, endlich geschafft. Da ist jetzt auch diese doofe Kugel hier. Trainer. Hier haben wir auch noch mal eine Truhe. Mal gucken, was drin ist. Oh! Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen. Das ist noch mal was Interessantes. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, hier ist das. Hier ist das. Gut, das hat sich wirklich gelohnt. Die würde ich dann und wann auch mal ausprobieren. Aber erstmal müssen wir jetzt hier weitermachen. Was haben wir hier? Goldene Rune der Stufe 10. Okay, dann wird es jetzt da oben noch weitergehen und hier scheinbar in Nokron. Hier haben wir nochmal einen Saal. Kein Objekt voraus, okay. Glauben wir jetzt einfach mal, ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal hinzulaufen. Das war falsch, das ist richtig. Okay. Oh nö. Oh, Fukuyu. Echt, ey. Oh, Digga. Ding. Wo kam das denn jetzt her? Von da oben oder was? Larventräne. Wenigstens etwas, ne? Wenigstens kriegen wir hier Larventränen. So, hier haben wir nochmal eine Truhe. Oh, ich liebe das, wenn man dieses Goldene sieht. Oh. Oh, ho, ho. Ja, das ist geil. Große Geisterteil-Lilie. So, machen wir jetzt mal den hier.
Gut, dann geht's jetzt hier hoch. Hier haben wir noch mal einen. Gut, hier nach rechts wird es weitergehen. Ach, guck mal, da oben ist schon wieder einer. Kriegen wir den von hier? Oder ist das Gestrüpp da im Weg? Nein, wir kriegen den. Und lass mich raten, er kommt durch die Tür nicht durch. Trainer. Hier nach rechts geht es auch noch weiter. Larventräne wollte ich auch noch nutzen. Oh, Stufe 7. Gut, hier rechts wird es weitergehen und da wir ja schon gesehen haben, dass rechts da das Schloss ist, glaube ich. Der weitere Teil des Schlosses. Ja, genau hier. Wenn wir jetzt einmal kurz nochmal hier reinbiegen und gucken, was hier ist. Sackgasse voraus. Okay, dann brauchen wir das ja jetzt nicht wirklich. Oh, ja, Stufe 6. Dann können wir nämlich, sag ich mal, ein bisschen weniger auf Weisheit gehen und ein bisschen den Blutbild verstärken mit der Larventräne. Ich hatte gerade kurz was. Boah, ich höre immer noch was schimmern. Ach guck mal, dahinter ist aber. Ist ja vielleicht doch was? Ach, jetzt gucken wir doch mal eben nach. Ich habe da immer schimmern gehört. Ich weiß nicht, ob das Schimmern von da kam. Aber bevor das hier wirklich nur ein Troll ist oder so. Weil hier müsste es ja eigentlich hinter das Gebäude gehen. Nee, geht's nicht. Krass. Hier ist echt noch eine Sackgasse. Also muss man dann da über das Geländer balancieren oder wie. Ja gut, hier ist nichts. Uff. Knappes Ding. Aber von wo kommt denn das Schimmern? Ah, von hier. Ja, immer noch kein Kontrollpunkt. Da habt ihr recht. Wie immer langsam Zeit hier. Ich feier das ja, ne? Das ist schon, das hat schon was mit Kunst zu tun irgendwie. So, pullen wir ihn mal raus.
Ach so, das sind sogar noch diese Mimic Tears. Na gut. Dann zeig mal, was da drauf ist. Yes. Oh, knapp. Okay. Gibst du irgendwas? Nein. Gut, hier kann man rein. Hier wird es nach rechts gehen. Links. Hier ist nirgend sowas. Hier ist eine Truhe. Wieder Gold. Nice. Mond von Noxstella. Gucken wir mal, was gibt das? Was macht das? Warum ist das? Mond von Noxstella erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Gut, da hätten jetzt einfach so ein Speicherplatz-Ding da reinpacken können. Das wäre dann wenigstens dauerhaft gewesen. Gut, wo geht's hier jetzt hin? Hier wird es irgendwie runtergehen nochmal ein Stückchen. Aber jetzt sind wir hier auch am Rand, ja. Gut, gucken wir mal, wo das hinführt. Achtung, Tür. Gut, hier geht es auch nochmal runter. Gnade. Gut, hier haben wir einmal eine Saat, eine goldene. Kein wertvolles Objekt, sagen die. Goldene Saat. Okay, jetzt sind wir hier unten. Aber er hatte irgendwas hier von einer Gnade gesagt. Gucken, ob hier irgendwo eine versteckt ist. Weil das wäre schon mies, wäre jetzt hier keine. Man müsste wirklich alles zurücklaufen. Vogel hoch. Okay, hier sind überall Ameisen. Okay, da hinten ist was. Hier ist nochmal so ein... Ich glaube, da hinten sehe ich einen. Also entweder sind das Blitze oder das ist ein Ort der Gnade. Ich glaube, das blitzt einfach nur. Ach Mann! Die sind schon echt nervig, also... Und schon allein die Ameisen an sich sind ja schon cool drauf. Aber mit den Reitern noch sind die richtig nervig. Aber das Gute ist, die haben keine Ausweichskills, wenn die reiten. Von hier oben kann man die echt gut schießen. Wenn man genug Magie hätte. Gut. Lass uns die doch mal irgendwie... Ach, ich würde die ganz gerne so einzeln pullen, aber... Ich glaube, das wird nichts. Aber hier haben wir noch ein Item, das hätte ich fast übersehen. Ein Steinschwertschlüssel. Wichtig. Kann man die irgendwie doch einzeln pullen vielleicht irgendwie? Oder vielleicht interessieren die sich ja auch für dich nicht. Ja, guck mal, das sieht so aus, als,
Als würden die sich nicht sofort für dich interessieren. Nur alle auf einmal. Mhm. Ach man. Yes, yes, yes. Und hier geht es natürlich nicht weiter. Mhm. Oh shit, oh shit. Na, lass mich in Ruhe. Echt, ey. Geht mal jemand anders nerven hier. Okay, hier ist nix. Wieso gibt es hier keinen Ort der Gnade? Weiß ich auf jeden Fall, wo wir sind. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir hier sind. Yes. Ja, komm her hier. Hier ist aber nichts. Ach, wartet mal. Ah, okay, hier kommt man ja relativ flott doch. Ja, okay. Da muss man wenigstens da oben den ganzen Weg nicht langlaufen. Genau, hier wurde ich das letzte Mal nämlich gekillt einmal. Stimmt. Ah, okay. Das ist einfach nur eine Rundel. Genau, hier sind wir dann runter. Hier geht es dann in diesen Untergrund. Quasi. Ist hier noch was? Ja, hier ist noch was. Mhm. Aber sonst ist hier auch nichts mehr. Da haben wir einmal einen, der die Magie-Potions wiederherstellt. Ist hier noch irgendwas richtig krasses irgendwie so? Außer diese beiden Big Heads, Alter. Ne, hier ist einfach Kacke. Ja gut, dann ist hier wohl nichts mehr. Bis auf der Tod wartet hier nichts mehr. Oh, eine Achter. Das ist noch ganz gut gewesen. Und ein paar Gratis-Runen, das ist auch gut. So, dann gehen wir hier mal. Holen wir uns den hoch. Okay, wir können auch direkt hier weg. Weil dann würde ich mal sagen, lasst uns einmal zur Tafelrunde. Und gucken, ob wir die Mimik-Tier noch mal leveln können. Ja, können wir. Was bringt das eigentlich? Kriegt ihr dann also, weil die Kosten werden ja nicht. Es kostet ja immer 660 LP, soweit ich das weiß. Aber kriegt man da, also kriegt dann die Mimik-Tier irgendwie mehr Leben, mehr. Also wenn die Stats dann dadurch erhöht nochmal? Also kriegen die einen Prozentsatz mehr? Oder wie läuft das? Das würde mich mal interessieren. Okay, das haben wir jetzt alles gemacht. Jetzt sind wir hier am Ufer, am Fäulnisufer. Ich hoffe.
hoffen wir, dass man jetzt hier irgendwie langsam wieder das Pferdchen nutzen kann. Because Fäulnis ohne Pferd tödlich. Gucken wir mal. Genau, linderte Belastung durch Scharlachfäule, halt Fäulnis. Ich glaube, davon können wir uns erstmal vollhauen. Ich weiß nicht, packen wir uns das hier hin? Oder, nee, lass uns das hier reinpacken. 30 Stück haben wir jetzt. Ist das ein Gegner? Nee, das ist nur so ein Ding. Ah, eine Karte wenigstens. Okay. Da ist auch ein Item. Warte mal, wie schnell sind wir denn hier gescharlachfäult? Oh, das geht aber ruckzuck hier. Das geht hier echt scheißen schnell und man kann hier echt nicht. Ja gut. Dann lasst uns hier mal irgendwie durchrasen. Moin. Alles klar bei du? Oh nö, das sind noch mehr. Komm ran. Okay, hier sind noch mehr. Okay, man kriegt hier noch ein Item. Ich würde hier schon echt gern von Party zu Party, also von irgendwas zu irgendwas springen. Geht das? Nee, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Ah, Mann. Also hier weiß ich nicht, kommt man hier hoch? Kann man hier vielleicht irgendwie hier rüber? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube mal, wir müssen hier rein. Ja, lass uns einfach hinrennen, würde ich sagen. Und auf dem Weg irgendwie versuchen, so viel einzusammeln wie nur irgendwie möglich. Dann machen wir die Kacke hier mal weg. Hier haben wir nochmal eine Rune. Ist sie halt so schnell verfeult. Was ist das da? Ist das ein Gegner oder? Was soll das sein? Das sieht ein bisschen aus wie ein Gegner irgendwie. Okay, was haben wir ausgelöst? Ach geil. Wir haben jetzt hier, Plattform ausgelöst. Ach, ist das cool. Also hier hat man irgendwie so Obelisken und durch die Obelisken kommen Plattformen hier hoch. Aber die Plattformen sind hier auch nicht, ja, ist klar, dass die Plattformen nicht gekennzeichnet sind. Ja, guck mal, das ist doch schon mal eine große Hilfe. Lass uns das mal irgendwie markieren. Die, da hinten ist es. Okay. Dann lass uns trotzdem einmal nach da gehen und gucken. Na, schade auf Fäule.
So, da vorne ist nochmal ein Item. Dann geht's da irgendwie hoch und wahrscheinlich hier rein. Oder da hoch. Mal gucken, ob da noch ein Item ist. Und dann können wir ja von da aus langsamer zum Ausgang gehen. Aber mich würde mal interessieren, ob man noch mehr von diesen Plattformen hochschicken kann. Vielleicht kann man ja irgendwann fast die ganze Area hier trockenlegen, nenne ich es mal. So, ich glaube, das reicht jetzt. Nein, das reicht auf jeden Fall nicht. Mashallah, geht das schnell. So, erstmal hier die Boli nehmen. Okay, eine Achter. Obwohl, die sind so wichtig. Hätte ich nie gedacht, dass Bolis so wichtig sind. Hoppa. Okay, also hier ist... Ah, okay, deshalb. Oh Gott. Eine Pilzkrone. Eine Pilzkrone. Pilzkopf, Pilzkrone. Oh, also verstärkt unser Angriff, wenn jemand in der Nähe an Gift oder Fäulnis leidet. Das ist gar nicht mal so schlecht. Und von den Werten? Ist es auch gar nicht mal so schlecht. Wer hätte es gedacht? Ja, ja, Scharlachscheiße. Können wir schon mal die Bodies hier ausnehmen. Okay, hier ist nochmal so einer. Oh shit. Okay. What the fuck? Ja, okay. Was ist das jetzt hier für eine... für ein Gimmick? Für ein Goodie? Sind wir jetzt irgendwie... höher gegangen oder ist... ist der See einfach abgelaufen? Ich schätze, wir sind einfach höher. Aber was bringt das? Ist das gefährlich? Ah, tot! Nein, nein, nein! Verschwinde nicht! Verschwinde nicht! Ist verschwunden. Oh, ich hasse es, ne? Ich hasse es. Ah, ich habe aus Versehen Waffe gewechselt. Also hätten wir das Katana noch in der Hand gehabt, dann... hätten wir es ja easy peasy geschafft, Alter. Oh, fuck mich das jetzt ab. Lass mal noch zum Anfang gehen.
Jetzt haben wir auch fast keine Potions mehr gehabt. Ah, oh, fuck mich das ab. So, also hier vorne sieht man auf jeden Fall auch noch mal so ein Ding hier. Scheiße. Haben wir direkt. Ja, guck mal hier. So sehe ich das auch schon mal. Dass man jetzt hier rüber gehen kann. Das sehe ich doch schon eher. Ja, aber es ist echt genau abgetimt, ne? Es ist einfach genau abgetimt, dass es nicht gut funktioniert. Okay. Na gut, da ist das jetzt. Das heißt, da hinten können wir auf jeden Fall jetzt gleich den, den Käfer da machen. Alter. Okay, okay, schnell, schnell, schnell. Ja gut. Jetzt macht das hier oben auch ein bisschen mehr Sinn. Because jetzt sind da halt ein paar mehr hochgefahren von diesen Säulen. So, dann gucken wir doch mal. Gucken wir doch mal, was uns das jetzt genau hier bringt. So, da ist auf jeden Fall irgendwas. Ach, so ein Onyx-Dude. Yo, thank you. So ein Onyx-Lord versteckt sich da. Na, okay. Und Jump. Guck mal hier. Da sind wir jetzt auf jeden Fall schon mal so weit, dass wir hier noch nicht gedingstet sind. Gescharlachfäulet. So, wenn wir das jetzt so ein bisschen runterklingen lassen, weil ich habe jetzt keinen Bock, unsere Boli die ganze Zeit aufzubrauchen. Weil ich weiß nicht, wie weit wir das hier dann auch noch brauchen und alles. Und wir haben halt von 30 jetzt schon nur noch 19. Müsste jetzt eigentlich reichen. Um auf jeden Fall bis hier hinzukommen. So, okay, von hier aus nach da, von da aus nach da, von da aus können wir vielleicht nach da.
komm schon, zieh durch, Digga, komm. Alter, das wird auch immer mehr, ne? Boah, ganz knapp. Ja, ja, komm ran. Komm auch weg, den Scheiß. Ja, aber klar. Ja. Ah, natürlich, jetzt ist die Scharlachbeule aktiviert. Wollte gerade sagen, können wir jetzt auch die. Können wir jetzt auch die Scheiße fressen hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, desto näher man hier rangeht, desto mehr oder. Desto schneller wird halt diese Scharlachfäule aktiviert. Da kommt sie durch. Gut. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Haben wir dies, dann haben wir jenes. Okay. Hier haben wir die Verlorenen. Triggern. Hoppa. Nein, 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 nein. Okay, das wäre der Onyx gewesen. Ein Fürstenschwert, okay, gucken wir uns das mal an. Wo haben wir es denn, das Fürstenschwert? Nein, nein, nein. Hier ist es. Guck mal, das können wir sogar nutzen, glaube ich. Okay. Ah, okay. Das ist cool. Das ist ein cooles Schwert. Der Onyx-Fürst. Gehen wir erstmal hier rechts lang. Hier haben wir ein Item. Neuner sogar. Na gut, hier wird nichts mehr sein. Okay, hier ist auch nichts, ne? Hätte ich nur dieses Pferd. Das stimmt. Hätte ich nur dieses Pferd. Okay, also hier oben gab es nur Stufe 9er Upgrade Material und das Schwert vom Onyx-Fürsten, Onyx-Lord, whatever. Da liegt er. Der Lappen.
Ja, schon, der ist schon tief, ne? So, bupp. Ja, wir haben hier noch relativ viele. So, dann haben wir es doch jetzt geschafft. Jetzt sind wir hier. Ich wollte gerade sagen, kann man hier überhaupt lang? Scheinbar. Und da ist auch ein Ort der Gnade. Top. Und hier geht es auf jeden Fall nicht lang. Hier geht's runter. Hier geht's auch nochmal lang. Kein Objekt voraus. Lass uns hier mal kurz hinsetzen. Eine große Kreuzung. Was hier ist. Hier ist ein Item sogar. Stufe 10. Puh. Okay, aber hier geht's auch nicht weiter. Okay, es wird hier nach unten weitergehen. Muss man hier wirklich so parkourmäßig runter? Das kann ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen. Aber ich würde ganz gerne meine Mimik hier nochmal upgraden. Machen wir das nochmal eben. Weil jetzt müssten wir wieder ein bisschen mehr Runen haben eigentlich. Und dann können wir nochmal gucken, ob wir... Genau, können wir machen. Ja. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, wie wir hier durchkommen. Ist aber irgendwie kein Durchgang, ne? Nee, hier nicht. Okay. Das sieht auch nicht richtig aus. Da muss es ja hier irgendwie lang gehen, ne? Sicherheit. Gut, hier geht's weiter. Hier geht's runter. Hier wird's auch noch irgendwie runtergehen. Ja, und ab da mag ich diese Viecher nicht. Okay. Da ist auch noch einer und da ist einer und da ist einer und da ist einer, den wir gar nicht richtig anvisieren können. Oh, Mist, jetzt sind wir aufgeflogen, glaube ich. Nein, 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 oh shit.
Drecksfäule, echt. Zum Kotzen. Ich glaube, wir machen jetzt hier gleich einmal einen Speedrun durch. Ich glaube mal, hier unten, die Map ist relativ übersichtlich. Glaube ich jetzt einfach mal. Also da werde ich mich jetzt dementsprechend so ein bisschen aus dem Fenster lehnen. So, hier ist nix. Hier ein bisschen Upgrade. Ne, ein bisschen einfach nur so. Okay, hier unten. Mashallah. Haben wir einmal einen Siebener und einmal so einen Riesengegner. Und hier ist aber eh nur noch eins. Und auf ein neues. So, komm, Speedrun. 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 Bup, bup, bup. 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 Bup, bup, bup. Sechser gewesen. Alter. Ja, das One-Hit-Wunder. Na, hübscher. Aber egal. Jetzt haben wir die beiden Items. Das bedeutet, die Items da unten haben wir jetzt. Genau, jetzt brauchen wir da. Aber wie schon gesagt, hier ist ja überschaubar die Area. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir jetzt nach da hinten direkt gehen, müssten wir oder würden wir den das Kackvieh einfach gar nicht triggern erst, ne? So, gut, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Es sei denn, wir haben da jetzt irgendwie eine versteckten Pfad übersehen. Ja, top. Ich liebe es. Jo. Ist gar nicht overpowered, was du kannst. Hä, was habe ich jetzt? Ich wollte die Nachricht lesen. Hä? Ich wollte die Nachricht lesen. Wieso ist jetzt hier eine Cutscene? Oder wurde die getriggert, weil ich da an den Rand gegangen bin? Ach nee, jetzt sag nicht, wir machen jetzt hier eine Rutschpartie. Oh mein Gott, geil. Flutsch schön im Steinsarg, dann die Niagara-Fälle runter. Geiles Ding. Haarpracht. Ach, es geht also noch tiefer runter in den Berg hier. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich echt nicht erwartet. So, okay, wo kann man jetzt hier, wo ist hier ein Ort der Gnade?
Aber ich finde das gut, dass das bis hier runter irgendwie nicht die Fäulnis reicht. Weil ich meine, der Wasserfall, der runtergeflossen ist, war ja noch so ein Fäulnissee. Aber irgendwie ist hier das Wasser schon wieder klar. Ach, hier ist ein riesiges Gate. Vorsicht vom Monster. Aufrufen voraus benötigt. Schmetterling. Freund voraus benötigt. Also muss das ja irgendein mega krasser sein, oder? Hier laufen auch echt viele Leute rum, muss ich ehrlich sagen. Aber hier unten haben wir ja keine Fäulnis mehr. Na, gucken wir ihn uns doch mal an. Den Schmetterling. Das sieht aber geil aus. Ja gut. Ja, dann zeig mal, was du kannst, du abgegradetes Ich. Aber die haben wir ja schon mal besiegt hier. Die. Oh, das dreimal macht er das. Ach du Scheiße. Aber meine Mimik hält echt viel aus, muss ich sagen. Aber wir sind ja auch schon bei einer Stunde schon wieder, ne? Guck mal, konnte ja gerade einmal so durchgucken. Ja, ich weiß nicht. Cool, hier sind wir, okay. Ja, jetzt müssen wir es auf jeden Fall nochmal machen. Weil wir sonst hier gar nicht wegkommen. Oder den müssen wir dodgen. Weil wir jetzt gerade kein Leben haben. Ja, dann würde ich sagen, das heben wir uns für ein andermal auf, den hier. Letzten Ort der Gnade. Weil wir, wie gesagt, jetzt schon bei einer Stunde sind. Und ich glaube, den, da brauche ich länger als eine Stunde. Hier ist es. So, und hier ist ein Brunnen. Hier sind wir gestorben. Das heißt, hier machen wir einmal den da. Weil da geht's ja auch nochmal rein. Das wollte ich mir nochmal angucken. Ja, guck mal, die haben uns jetzt eh schon gesehen. Okay. Jo. So, die beten hier alle. Die Süßen. Hier ist eine Gräbertalilie Stufe 9. Hier haben wir das. Hier haben wir eine Stufe 5er. Dings. Schmiedestein. Hier haben wir eine Truhe. Ein Skorpionstachel. Das klingt interessant. Das müssen wir uns gleich auf jeden Fall angucken. Hier sind sonst so Nachrichten. Okay, also hier geht es gar nicht so wirklich weiter. Ah. Thank you.
Jetzt kann man eigentlich mal gucken. Ach so, in den Sarg steigen. Man muss in den Sarg steigen. Ja, komm, überspringen. Gucken wir uns einmal hier den Skorpionschwanz an. Ja, komm, zieh durch. Den wir jetzt gekriegt haben. Was war denn das? Skorpionstachel. Ah, hier ist ein Dolch. Können wir sogar nutzen. Okay, das ist der leichte Angriff. Das ist der leichte Angriff so. Das ist der schwere Angriff beidhändig. Das ist der schwere Angriff einhändig. Okay, und das ist der starke Angriff. Das ist cool. Löst Scharlachfäule aus. Das ist krass. Und nervig. Upp. Gut. Aber unsere Gnade ist hier draußen. Okay. Dann will ich es einmal mit einem Mitspieler versuchen. Wie geht denn das nochmal? Benutzt Konfigur, um Rufzeichen sichtbar zu machen. Davon haben wir 16 Stück von den Dingern. Hier sind aber keine Rufzeichen. So wie ich das sehe. Jetzt war die Frage, wie lange sind denn jetzt hier Rufzeichen sichtbar? Ist jetzt hier die ganze Zeit, dass hier Rufzeichen sichtbar sind oder was? Oder nur jetzt so die da, die aktuell da waren? Und wenn wir in eine andere Welt gerufen werden, ist dann von uns, sag ich mal, also machen wir den dann mit auch? Also sagen wir so, wir machen jetzt hier, wenn wir uns jetzt hier anbieten, ja, wenn wir das jetzt hier machen, also ich kriege jetzt hier so ein Ding hin und wenn ich gerufen werde, ist das dann so, wenn wir das dann schaffen, dass der hier in unserer Welt auch tot ist, oder? Oder wie darf ich das verstehen? Noch einen gerufen? Na, Digga, das Ding ist, ich komme hier nicht rein. Du musst zuerst reingehen, ne? Okay. Dann lass uns. Weiß nicht, können wir den von hier aus erwischen? Mit dem Schuss? Ne, können wir nicht. Der Schuss geht zwar weit, aber so weit auch nicht. War schon krank. Krank, Digga.
Aber das ist ganz gut. 1, 2, 3. So können wir halt auch lernen, ne? So können wir lernen und anderen so ein bisschen helfen. Jedenfalls. Top, Digga. Top. Aber wir haben echt wenig Potions, wenn wir hier sind. Fällt mir gerade mal so auf. Wo ist er denn? Da ist er. Jo. Okay, also der ist so ein bisschen hinterher. Mashallah. Nein, 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 nein. Shit. Fly away. Ja gut, mein Freund, dir konnte ich leider nicht helfen. Ich fange doch auch erst gerade an hier. Das würde mich jetzt aber interessieren. Wenn wir das mit jemand anderem zusammen schaffen, ob unsere dann auch erledigt ist. Das will ich jetzt wissen. So, und ich warte jetzt hier so lange, bis ich wieder gerufen werde. Oh, das geht hier aber echt schnell. Hier geht das echt schnell. Oh, hier sind wir schon mal zu mehreren. Ja, okay. Die sind schon unterwegs alle. Gut, dann lass uns. So, wir spielen hier zusammen mit DeadSec und George. Das ist ein echt krasser Angriff hier mit dieser Gravity. Die kriege ich auch nicht so wirklich. Ja, der war voll daneben. Oh shit. Ja. Das war's mit mir. Vollkommen falsche Richtung, fällt mir gerade auf. Aber eigentlich können wir das doch hier reinmachen, oder? Den Finger. Da ist er doch, der Finger, der ein Rufzeichen macht. Weil das finde ich ja ganz cool, anderen Leuten so zu helfen, sie zu unterstützen. Bei schweren Bossen, auch wenn ich nicht wirklich viel hinkriege, aber ich würde sagen, jeder zusätzliche Treffer zählt. Oh. DeadSec.
Aber der ist der schon im Eisgebiet gewesen, so wie das aussieht, das Equip, was er hat. Also ist auf jeden Fall schon viel weiter als wir. Aber die ganze Zeit hier, weil wir jetzt hier so rot angezeigt werden, habe ich das Gefühl, wir sind Invader irgendwie, keine Ahnung. Weil in den anderen, in den Dark Souls Teilen war das ja immer so, dass rote waren Invader und wenn du blau angezeigt wurdest, dann war es ja einer, der unterstützt. Jetzt sag nur nicht, du hast nur mich hier gerufen. Das ist natürlich fatal. Wenn du mir nur, wenn du nur mich rufst. Das sieht schon echt beeindruckend aus, muss man ja sagen. 1, 2. Oh shit. Grab Attack. 100% tot, oder? Ja, war klar. Ja, nee. Das wird nix. Das sage ich euch jetzt schon. Das wird nix. Ich helfe hier gerne, aber es wird nix. Also, lasst uns mal hier hingehen. Und einmal ein bisschen umskillen. Und zwar so, dass das hiermit ganz gut skaliert. Und das Uchigatana skaliert mit Stärke, Arc und Geschick. Larventräne für eine Wiedergeburt, ja. Okay, haben wir noch nicht versucht. Wir sind Stufe 85 jetzt. Weiß ich nicht. Machen wir erstmal 20 Kraft, 20 Geist. Geist brauchen wir auch für unseren tollen Angriff. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch Kondition. Stärke brauchen wir ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viel Stärke wir jetzt brauchen, um die Waffe. Warte mal. Lass uns noch mal einmal gucken, was wir genau gebraucht hätten. Für die Waffe, um die zu nutzen. Ja, danke. Okay, komm, zieh durch. Wir brauchen 11 Stärke und 15 Geschick auf jeden Fall. Genau, wir wollen auf Stufe 6 wiedergeboren werden. Lass uns 20 hiervon nehmen, 20 hiervon nehmen, wir nehmen 20 Kondition erstmal, nehmen 12 Stärke, nehmen, warte, das waren glaube ich 17 Geschick erstmal und dann brauchen wir Arkan auch noch. Glaube brauchen wir nicht, Weisheit brauchen wir nicht, aber Geschick und Dings. Das heißt, lass uns mal überall erstmal 20 machen, würde ich sagen. Genau. Dann haben wir das, dann haben wir das. Dann machen wir nochmal 5 auf Geschick. 5 auf Arkan. 5 auf Kondition. 5 auf Kraft. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal 5 auf Geschick. Und nochmal ein paar auf Arkan. Ja, ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Jetzt können wir sogar die Radan-Rüstung tragen. Jetzt
können wir mal gucken, ob wir vielleicht auch ein besseres Schild nutzen können. Das wäre eine große Last, das wäre eine mittlere Last. Das wäre schlechter gegen Magie, aber besser gegen Feuer und gegen Blitz. Ja, das wäre wiederum eine große Last. Das wäre eine große Last. Das ist alles eine zu große Last. Das würde ich halt übelst gern tragen. Das würde ich halt übelst gern tragen. Das würde ich halt übelst gern tragen, aber kriegen wir nicht hin. Egal. So, jetzt sind wir auf jeden Fall Nahkämpfer. Ist immer noch verschlossen. Ja. Jetzt sind wir Nahkämpfer. Genau, da unten kamen wir jetzt noch nicht weiter. Das machen wir. Das machen wir mal anders. Was müssen wir irgendwie machen, um, glaube ich, hier hochzukommen? Oder um hier hochzukommen, ne? Warte mal. Ne, um hier hochzukommen brauchen wir das. Aber sonst war ja hier nicht mehr wirklich viel, was wir machen müssen. Warte mal, hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Hier waren wir nämlich noch nicht. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das war ja mega nervig. Hier waren, glaube ich, die drei Kristallianer drin. Hier ist nochmal ein Drache gewesen. Hier ist nochmal der Reiter. Hier war ja auch nochmal ein Drache. Genau, und hier ist ja nochmal das Gravity-Ding. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal einen Break. Wir können ja jetzt auch die ganzen Zauber rausnehmen. Ja, das können wir jetzt alles schon nicht mehr nutzen. Jetzt ist ja jetzt schon wieder die Frage, ne? Sollen wir dann überhaupt noch Zauber mitnehmen? Oder sollen wir dann lieber auf Arkane gehen? Ach, auf Anrufung, also auf Glaube. Ja, wir können halt gar keine Glaube nutzen. Gar keine. Auch wenn es mega viele richtig, also richtig geile Sachen gibt bei Glaube. Kahn hätten wir auf jeden Fall genug dafür, aber glaube halt nicht, ne? Ich weiß nicht, packen wir erstmal den Stab raus, den können wir sowieso gerade nicht nutzen. Ich weiß nicht, jetzt müssten wir eigentlich genug haben, um zwei Katana führen zu können. Nee. Haben wir nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt genug, um zwei Katana führen zu können und ein Schild. Weil zwei Katana finde ich schon geil. Na, guck mal, das können wir schon mal nicht nutzen wieder. Das braucht Weisheit, das braucht auch Weisheit. Das können wir als einziges nutzen. Komm, lass uns das noch einmal versuchen. Und danach werden wir erst einen Break machen. Komm, so kann man auch.
jeweils andere Schwert in die eine Hand nehmen, okay. Ja, das war schon tief, muss ich sagen. Junge. Ich hoffe mal, wir sterben jetzt hier nicht, um dahin zu kommen. So, in den Sarg rein. Gut, da würde ich sagen, auf. Auf zum Kampf. Wir werden natürlich wieder unterstützen. Unterstützend ein Rufzeichen senden. Wir kämpfen aber wirklich nur mit einem jetzt, ne? Ich glaube, wir packen da vielleicht doch lieber irgendwie was anderes dann hin. Irgendwie ein Schild vielleicht doch. Aber man kann es halt wirklich nicht beides auf einmal nutzen. Okay, nehmen wir es beidhändig. Und dann auf ins Getümmel. So, da kam der Shot. Und. Okay, ich hätte es verkackt. Oh shit. So, komm ran hier. Nope. Ich bin so schlecht. Weg mit deinem Kopf. Netzwerkfehler. Bei mir oder bei den anderen? So, versuchen wir jetzt noch einmal, weil es gerade abgebrochen ist, und dann machen wir einen Break. Sag nicht, du willst mit mir allein hier reingehen. Ist verrückt? Maschallah, rein und tot. Nein, Spaß. Laserbeam.
Wir machen richtig viel Schaden, merke ich gerade. Alter. Weg und weg und weg. Durch das Teleportieren kriegt man auch so viel Schaden. Ich wollte gerade rollen. Ja, ja. Wie kann denn das sein? Na, zweimal aber gedodged. Krank. Aber kriegt echt wenig Schaden von ihm. Naja, okay, wir machen das in der nächsten Folge mal weiter. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.